Hallo zusammen, ich begrüße euch herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es an CS Chauvenet und dort reite ich 2-büfige FM2, also 80 cm. Mein Zeug habe ich alles gestern schon eingeladen, weil gestern war ich am CDTS. Das Video kann ich sonst oben verlinken, das sollte schon online sein. Und eben dann, als ich heim kam, habe ich einfach die Sachen ausgewechselt, weil gestern schon der Resort war und heute springen. Aber sonst den Rest habe ich einfach drin lassen. Und gestern war es am Nachmittag, aber heute ist wieder früh am Morgen. Wir haben jetzt 4:15 Uhr, um 5 Uhr bin ich schon heimgegangen und Aqua Horseman drauf tun. Und jetzt gehen wir in die Stau, den Lümmen putzen. Dann kommt noch eine Fotografin mit, die uns wird begleiten den ganzen Tag. Und ja, mal schauen. Ich hoffe natürlich, dass es heute gut läuft. Schön ist ein schöner Platz. Und ja, FM2 waren wir ja in den letzten paar Mal ziemlich erfolgreich gewesen. Ich hoffe natürlich, dass wir dort keine anschliessen. Aber ja, mal schauen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spass bei dem Video. So, ihr habt jetzt die beiden Umgänge gesehen. Leider haben wir heute etwas viel Stangen gehabt.
Aber sonst ist die Lemmy eigentlich mega gut gegangen. Im ersten Umgang war es ganz klar mein Fehler gewesen. Ich habe beim Doppel-Aussprung zu früh schon gegen rechts wollen. Und jetzt Stangli gegen Aussprung, plus dann der Vogelfehler am Sprung später, wo ich mich ein bisschen genervt habe. Vor der Zeit her wären wir dritt geworden. Mit den zwei Stangen ist leider nicht für eine Klassierung gelangt. Im zweiten Umgang ist mir der zum Start von der zweiten Phase ein bisschen fest abgegangen und dann ist mir auf dem ersten Sprung von der zweiten Phase zu flach geworden, wodurch wir dort eine Stange hatte. Ich habe dann alle Wendungen so reiten, wie ich wollte, ausser nach dem Doppel. Habe ich dann nicht wieder umschreissen und deswegen bin ich dort nicht hingedurch. Von der Zeit her waren wir die schnellste Fahrer gewesen, 3 Sekunden schneller als die, die gewonnen haben. Aber leider mit den Stangen sind wir dann ja, nur 7 geworden. Sind wir noch 7 geworden, sind klassiert gewesen von 25. Und klar, freue ich mich mega darüber, dass wir gleich noch klassiert waren. Aber ja, wenn man halt so klar gewonnen hat, ohne die Stange, ist das schon so ein bisschen hart am Anfang. Aber ja, ich bin stolz auf die Klassierung. Heute haben wir 3 Stangen gehabt. Es waren alles so ein bisschen meine Fehler gewesen. Ich hoffe, nächste Woche haben wir dafür dann wieder noch. Da geht es ja dann am Freitag auf Thun an die kombinierte Prüfung. Und am Samstag auf Büre zu 2 Green Champs. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.